Willkommen zurück hier bei Let's Play mit eurem Solitary. Weiter geht's im Spiel The Elder Scrolls 5. So, herzlich willkommen hier zurück zu Port 22. Also, uns haben irgendwelche Kunden angegriffen, die von irgendeiner Torte geschickt wurden. Wer auch immer das ist, vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus. Aber jetzt gehen wir erstmal, wie gesagt, zu dem komischen Treffpunkt, wo wir uns treffen sollten. Was auch immer uns da jetzt erwartet. Sprint, 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 sprint. Ah, da kommt mein Timmy. So, ich sehe da einen Turm. Und viele Leute. Ja. So, Einstellungen, Einstellungen. Wo waren die Einstellungen? Hier waren Einstellungen. Ich will das. So, Anzeige. Das könnte sich zweite Person. So, und dann sich bei der Gegenstände. Das drehen wir mal alles. Hoch müsste ich eigentlich theoretisch jetzt wieder gehen. Aber nur theoretisch. Praktisch werden wir es gleich sehen, ob das Spiel abstürzt wird oder nicht, weil ich hatte meistens immer das Problem, dass es abstürzt. Naja. So, dann gehen wir mal weiter. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Yep. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überleben. Yep. Dann wollen wir mal. Wissen, womit wir es zu tun haben. Also zumindest brennt der Turm. So. Was guckst du mich so an? Hab ich irgendwie einen Pickel im Gesicht oder was? Hab ich? Mann, die Alte. Geht alles. So, dann schauen wir mal. Starten, dann gehen wir mal direkt in den Türmchen mit Irmchen. Mal schauen, was da ist. Ja, so. Da müssen wir auch hin in den Türmchen. Und... Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Ja, und Tor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wo ist wer? Wer? Alter, wo? Ah, da. Bist du? Fupp, weggeflogen, also. Meine Trefferquote lässt natürlich Klemmer wieder zu winden übrig. Ach. Da machen wir es halt, alte Nordachs. So, da machen wir es halt mal auf die andere Art. Kurz und schmerzhaft. Attacke! Auf ihn, ja! Warum redet man am besten mit hinten? Jawohl, auf ihn! Stirb, du Hund! Das fliegt er wieder. Ich geh kaputt. Jetzt nochmal mit Edinburgh. Komm runter! Feigling! Wo ist der denn? Komm! Sagen, irgendwas stimmt hier grafiktechnisch nicht. Oh, ja. Alter! Ha! Tot! Die Sau ist tot! Ich frage mich jetzt zwar gerade, was ein Drache mit Gold macht, aber soll mich mal nicht interessieren. Weißlaufhelm, ich denke mal, das wird doch erst... Ach, bestimmt von irgendeinem Typen da irgendwas. Na, wir haben einfach mal alles. Hallo? Fragen sie aufgenommen. Unter Schrei im Magiebogen kannst du Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Okay.
Wort der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Das bin ich. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Nein. Habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen? Nein. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Ah ja. Drachenblut? Na gut, dann gucken wir mal. Achso, schon mal so ein bisschen was loswerden, weil... Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut... Ich bin direkt hinter euch. Gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Was soll ich nehmen? Es keine Drachen, Idiot. Tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. So. So. Kottrich auf hier. Boom, boom, boom. So. Das geben wir dir noch mit und das geben wir dir noch mit. Ne, Zaubertränke nicht. Ne, ist auch nicht. Bücher. Ne, das ist auch nicht das. Ah, Schutzkästchen schon. Ja. Ja. Rums. Ich trage immer noch zu viel Gigabit. Sonstiges, was haben wir denn hier so? Drachenschuppen. Drachenknochen. Ach, das kannst du auch nicht mehr tragen, das finde ich gut. Ich dachte, du kannst ja unendlich viel tragen. Tja, nu? Noch ein Problem. Dim, dim, dim. Jetzt habe ich nicht alles mitgenommen, dass ich jetzt so viel tragen muss. Ich gehe kaputt. Ja, ja, top, top. Das ist der Drachenschub. Also nicht so ein Drachenschub. Na gut. Hier geht vor, ich folge. Ach ja, der Schrei. Der Schrei. Was war, glaube ich, magiert irgendwas. Hm, schauen wir mal. Kräfte. Schrei. Ne, Schreie. Stimmt oder Schrei? Favoriten? Na, da probieren wir das mal. Unerbittliche Macht. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenblut. Die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Na gut, dann schreiben wir mal. Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen. Er beschwört wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Einmal laut husten. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ich hab den Drachen doch gerade getötet. Ihr seid kein Norm. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertes mehr zu vertrauen als die Sagen der Legenden. Er beschwört in der Drachensprache. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. So, was nenne ich meine Nieskrankheit? Wenn du... Achso, jetzt gehen wir wieder hoch. Und ich bin immer noch zu voll gepackt. Was auch immer. Boah, hey. Was ist denn das jetzt am schlausten? Soll ich überhaupt alles mit? Kleidung. Ah, Stange. Hauen wir dann gut, hauen wir ein bisschen von dem Scheiß weg hier. So, schauen wir mal. Fallen lassen. So, das müsste heiß klingen. So. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal da hoch. Das ist doch jetzt wieder so. Hm? Aufstieg des Drachen, Erstatter, ja, Ballruf, Bericht ist das nächste. Optional, setze deinen neuen Schrei ein. Ah, na gut. Da gehen wir mal hoch. Wenn wir daran denken,
Hoppala, voilà. So. Tschi! Oh, geht ja gar nicht. Ups, falsch schnapp. Tschi! Was haben sie jetzt gemacht? Oha, von der Seite. Ey, ey, nicht schon wieder einer. Was willst du? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Und was? Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte ich ja nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Aha. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gegenstand, Gegenstände hinzugefügt. Na dann schauen wir mal, was ihr so... Brief, denke ich mal, wenn wir hier... Brief eines Freundes. Ja, muss noch. Solitary findet den Energiequelle in Herbstwachturm. Mit der Machtdemonstration eures Tums in westlicher Wachturm habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Juhu. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Herbstwachturm richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Okay. Naja. Okay, tun wir die Waffe wieder wegstecken. Jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Ja, gut, wird nicht wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Kein Problem. Mann, da kriegt man jetzt auch noch das für ein Einschiss hier. Boah. Komm. So, dann wollen wir mal wieder hier reingehen. Verachtet Untote jeglicher Art und... Gut, danke fürs Gespräch. Das sind sie wieder, die zwei, die angeblich die Stadt verlassen sollten. Ihr da. Hä? Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Aha. Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Und warum sucht ihr die Person? Das geht euch nichts an. Na, Alter. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Ja, gut. So früher oder später finden wir sie. Nein, tut mir leid. Nichts. Ja, na gut. Okay, also die suchen da eine Flüchtige. Ich habe gerüstet und na gut, jetzt gucken wir mal dann wahrscheinlich wieder hoch in Drachenfels, was da los ist. Aber das alles im nächsten Part. Okay, dann bye bye.